Deadzone am Mikrofon und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die aktuell stärkste Waffe in Fortnite bekommen könnt und wie ihr direkt in einem Aufwasch Rache an Dr. Sloan üben könnt. Dafür müsst ihr euch erstmal in diese Umgebung hier begeben, hier bei der Brücke, rechts von Conny Crops, links von Dirty Dogs und unterhalb vom Obstgarten bzw. von der Eisernen Farm oder bei der Tankstelle. Dort sucht ihr euch erstmal ordentlich Loot. Ich bin jetzt hier rechts von Conny Crops gelandet, hier finde ich dann so eine Kiste und eine Pistole, aber wenn ihr hier jetzt nichts findet, dann geht direkt in die Scheunen rein, hier einmal in die rote und guckt, was ihr dort findet und dann da hinten noch in diese gelbe. Am besten habt ihr dann Blue Life dabei und ein bisschen was zum Heilen vom Green Life, am besten auch noch ein Sturmgewehr mitnehmen und eine MP ist ganz hilfreich, vielleicht auch eine Sniper im besten Falle oder Granaten und Glühwürmchen. Ich habe jetzt hier einen Gegner ausgeschaltet, der hat mir jetzt Glühwürmchen gegeben. Dann geht ihr einmal übers Flussufer drüber und guckt, was hier noch in der Tankstelle so zu finden ist. Hier habe ich noch einen Biggie gefunden, jetzt kriege ich 100 Blue Life, nice. Und natürlich eine goldene AUG, sage ich mal. Und das ist natürlich mega geil, weil dieses Salbensturmgewehr mir jetzt einen mega Vorteil bringt. Das werdet ihr vielleicht nicht finden oder sehr wahrscheinlich nicht finden. Das wäre jetzt ein reiner Glücksgriff. Aber das macht natürlich ordentlich Damage. So, dann geht ihr hier so links hinter diesen Heuballen, sage ich mal. Hier ist so ein kleiner Hügel. Und dann passt ihr auf, dass ihr euch nicht zu viel zeigt, weil sonst seid ihr ratzefatz tot. Ich habe das Ganze jetzt hier alleine gemacht. Am besten geht es natürlich zu zweit, zu dritt oder zu viert. Ballert sie über den Haufen und holt euch ihren Kopf dafür, dass sie uns auf dem Ufer allein zurückgelassen hat bzw. unser Leben in Kauf genommen hat. So, jetzt ist sie hier gerade abgefackelt, während ich mich bei der Tankstelle nochmal hochgeheilt habe, gebe ich ihr hier gerade den Rest und sehe hier Sloans Salvensturmgewehr, mythische Waffe, 21 Schuss Magazin, die nehme ich mal mit. Das Gute ist jetzt, dass ich natürlich noch ein normales Salvensturmgewehr habe. Jetzt kann ich die mal direkt vergleichen. Das macht 39 Schaden und das andere macht 37 Schaden. Das hat eine Schussrate von 3,95 und hier das hier von 4,56. Das Ding rattert also richtig schnell die Salven raus. Das zeige ich euch hier jetzt nochmal gerade an dieser EO-Wache, die mich von hinten abschießen wollte. Und jetzt suche ich mir nochmal einen Gegner und schieße ihn direkt mal ab, ohne mich großartig hochzubauen, um zu zeigen, wie schnell ihr damit einen Gegner weglasern könnt. Das ist aktuell wirklich die stärkste Waffe, die ihr in Fortnite finden könnt, beziehungsweise eine geile mythische Waffe. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf meinem Channel seid, droppt ein Abo. Wir sehen uns dann in anderen Videos. Haut rein, meine Freunde.